Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luigi's Mansion 3. Wir sind immer noch in diesem Wunderhaus und gehen von Raum zu Raum und kommen irgendwie random überall raus. Also ein bisschen seltsam. Oh Gott, dieser Typ wieder. Das ist echt mein Hassgeist von allen. Aber okay, wir haben ihn gleich erwischt. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Wir müssen ihn jetzt nur plätten. Gleich am besten so viel Schaden wie möglich ihm reindrücken, bitte. Damit wir das so schnell als möglich erledigen können. Ja, da haben wir auch gleich einen Geist. Der hat auch schon ziemlich wenig Schaden. Oh mein Gott. Okay. Ah ja, da ist der mit 20 Leben. Den gönnen wir uns. Komm, der ist jetzt durch. So. Hallo? Seit wann werfen diese Geister denn? Es gibt extra Wurfgeister. Ach du Gott. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo wir weitergehen, denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh Gott. Das ist echt zu kompliziert. Was geht hier ab? Achso, das sind leider Babygeister, okay. So. It's over? Nein, einer noch. Okay. Gehen wir einfach weiter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Von nix. Wir werden mal. Oh mein Gott, David, Alter. Hä? Okay. I'm still confused. Oh mein Gott. Okay. Hier sind so viele. Warum sind hier so viele? Oh Gott, Alter. Wir müssen die alle erwischen. Die sind so furchtbar. So. Irgendwo hier war einer. Okay, den haben wir auch. Oh, hallo, bitte. Wir müssen den wegmachen. So, hallo? Der war gerade da, Alter. Verarsch mich nicht. What the fuck? Warum ist Luigi so schreckhaft? So, oh mein Gott. Waren das alle? Ja. Wie geht's weiter? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir sind unten schon raus. Sind wir rechts schon raus? Ja, rechts sind wir hergekommen. Das heißt, wir müssen die obere Tür auch noch benutzen. Und sonst, glaube ich, die linke Tür. Sollte uns noch weiterbringen. Hallo? Also das ist echt, die sind schon ganz schön assi, diese Geister. Okay, wir schaffen das. Keine Sorge, dich plätten wir auch. Oh mein Gott. So. Okay, das war's noch nicht. Hallo? What the heck, Alter? Wo ist er? Weil die Klingel ist so ekelhaft, diese Viecher. Ich weiß nicht. Die sind echt Horrorviecher. Die erinnern mich halt echt an Zelda. An. Boah, an Ocarina of Time, an diese komischen Grabscher in dem Brunnen. Sind schon ordentlich furchtbar. Ah. Hui. Okay, tot. Hallo, kann ich das Herz bitte haben? Na toll. So, ich habe ehrlich gesagt, wir sind hier rausgekommen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir lieber hier weitergehen? Na, okay. Oder hier unten. Oh Gott. Ob das random ist oder ist es nicht random, wie die Türen miteinander verbunden sind? Oh, okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, oh.
Oh, hey, ist. Die sind aber echt unfreundlich, die Ladies. Hey. Luigi, mach die Augen auf. Okay. Wo sind wir? Was machen wir? Hallo? Okay. Sie schießen Kart. Wir weichen erstmal aus. Wir versuchen mal das Pattern zu lernen. Was auch immer die machen. Vielleicht müssen wir was auf die schießen. So. Oder saugen. Oh Gott, nein. Ich will die anschießen. Komm. Was jetzt passiert? Okay. Wir dürfen die ansaugen? Ja. Komm. Komm. Hallo? Oh Gott. Na, wischen müssen wir sie halt aus, sonst wäre es traurig. Ja, oh mein Gott. One? Die sind sofort tot? Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Nur noch zwei. Und eine Bombe. Okay, muss ich mir das jetzt merken oder was? Oh mein Gott. Und ausweichen muss ich auch noch. Ah ja. Oh Gott. Okay. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich tue. Aua. So, ich glaube, dass das rechte die Bombe ist. Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe recht. Nein! Oh Gott. Okay. Hui, ich dachte schon. Okay, und noch eine weniger. Also das geht gut. Das geht gut. So, was passiert jetzt? Jetzt sind nur noch alleine. Und ziemlich böse. Zwei Bomben. Ja, okay. Oh Gott, okay. 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 Ich glaube, sie ist ganz links. Wenn sie nicht ganz links ist, habe ich verkackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, okay. Was ist jetzt? What? Hey, das ist doch ein Joke. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Hä? Das ist doch einfach unmöglich, das richtig zu haben. Ja, tolle Bombe. Ach du meine Fresse. Hä? Das ist doch einfach nur unfair. Okay. Sie ist in der Mitte? Also ich glaube, dass sie in der Mitte ist. Deshalb, also wir müssen nur gucken. Aber das ist doch maximal unfair. So. Hä? Wie? Wie soll das funktionieren? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Hä? Oh Gott, es hat funktioniert. Heiliger Bildbaum, okay. Und wir haben Herz jetzt sogar bekommen, aber wir können es nicht einsammeln. Oh Gott. Huiuiui. Oh ja, einen Aufzugknopf kriegen wir auch noch. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich habe das jetzt einfach random gemacht. Ich habe mich ja versucht, schon die ganze Zeit mitzudrehen mit der einen Person. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Und habe mich halt immer versucht, so mitzudrehen und habe dann auch in der Dunkelheit versucht, mich weiter mitzudrehen. Also das war das, was ich versucht habe. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, inwieweit das funktioniert hat oder eben auch nicht. Boah, ja, keine Ahnung. Also für mich war das jetzt maximal random. Maximale Randomness. Ja. Also echt keine Ahnung.
So, wir laufen jetzt schnell zum Aufzug zurück. Oh Gott, dieser Raum. Und... Achso, doch, hier ist die Tür. Ich habe die Tür schon vermisst. Und setzen das neue Ding ein. Heute waren wir fix unterwegs. So. Dann können wir schon mal einen kleinen Blick darauf erhaschen, was uns erwartet. Die 12. Oh yeah, und Strandbar. Oh, das klingt nice. Ah, ob wir da hin... Ja, komm, wir gucken da mal hin. Strandbar klingt super. Strandbar klingt echt nice. Obwohl es jetzt mitten im Winter ist. Und ich freue mich schon so. Oh mein Gott, Leute. In 2 Wochen ist Weihnachten. Mega geil. Und ich freue mich. Und Silvester ist auch bald. Oh ja. Das Einzige, auf das ich mich nicht freue, ist, dass im Januar schon mein Semester zu Ende ist. Oh mein Gott. Aber sonst freue ich mich eigentlich auf alles. Ha, und im Februar Ferien und Urlaub. Das wird richtig nice. Ich habe schon meinen Urlaub gebucht. Ich fliege eine Woche nach Amsterdam. Richtig cool. Und eine Woche Skiurlaub auch. Yay. Ich freue mich. Ja, also ihr könnt ja erzählen, ob ihr schon was in den Ferien vorhabt. Also Semesterferien sind ja im Februar. Von daher gibt es bestimmt viel zu tun. Ich freue mich schon so. Oder ob ihr schon euch auf Weihnachten freut und auf Silvester. Yay. Ich freue mich. Ich bin schon richtig übermotiviert und freue mich ultra krass. Aber ja, was? An welchem schrägen Ort sind wir eigentlich gerade? Ich habe mich noch kein Stück darauf konzentriert, was hier abgeht. Das sieht seltsam aus. Brauchen wir hier Luigi? Okay, nee, anscheinend nicht. Ich glaube nicht. Obwohl diese Teile echt seltsam aussehen. Wartet mal. Es ist nicht so leicht. Okay, nee. Dann gucken wir mal weiter. Ah, hier ist eine Bar. Das sieht schon mal gut aus. Hallo? Cash? Wartet, wir müssen hier nach hinten gehen. Wie kommen wir nach hinten, ist die Frage. Was sollen diese komischen Bälle darstellen? Ich will doch gar nicht dahin. Ich will zuerst... ich weiß doch gar nicht, was ich will. Ich will mit Luigi dort nach hinten gehen. Aber ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Ah, doch, doch. Okay, da ist ein Abflussrohr. Da kommen wir erst später hin. Brauchen wir Luigi? Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was wir hier tun. Das ist ein bisschen seltsam. Was bist du? Das sieht ein bisschen... Achso, soll das eine Steckdose sein? Also es sieht ein bisschen so aus wie das Teil, was wir gesehen haben. In dem Theaterraum. Aber ich habe nicht gecheckt, dass das eine Steckdose ist. Hallo? Wartet. Aber ja, das könnte schon eine Steckdose sein. Zwar keine europäische, aber eine Steckdose. So, wie machen wir das? Müssen wir auf diese Seite? Okay. Na, irgendwie habe ich noch keine Ahnung, was wir hier machen. Scheint noch nicht der perfekte Plan zu sein. Ah, okay, wir können hier durchgucken. Okay, ja, hier ist eine Tür. Das habe ich auf der Map schon gesehen, dass hier eine Tür ist. Oh, Professor Igitt ruft uns an. Ja, was geht? Luigi, solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Was hat dieses Schiff hier überhaupt zu suchen? Egal, du musst ohnehin durchgehen zum... Was?
Egal, du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Was genau, erzähle ich dir dann. Also auf zum Labor, beeil dich. Okay, wir müssen auf zum Labor. Wir können hier noch gar nicht weiter. Achso, zum Labor kommen wir ja anders auch. Oh mein Gott. Labor? Das können wir überspringen. Okay, was gibt's? Ah, Luigi. Ich hab dich schon erwartet. Ja, wo ist Toad? Es sieht so aus, als hätten wir einen, der Toads erneut auf der... Oh, nee. Auf der Vermisstenliste. Das ist das Schlimme, das ich erwähnt hatte. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, deinen Schreckblickflur weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Dazu benötigst du ein Material, das sich vermutlich im Hotel finden lässt. Somit schickte ich den Toad auf die Suche. Allerdings, nun ja, sieh dir das hier mal an, Luigi. Eine Aufnahme der Kamera, die ich dem Toad gegeben hatte. Ah, der hat eine Kamera mit. Okay, das war gerade kein deutscher Satz, ich weiß. Ja, let's go. Oh Gott, das sieht hart gruselig aus. Oha. Okay. Auf dem Film ist deutlich zu sehen, dass der Toad von einem Geist angegriffen wurde. Luigi, du hast dasselbe gesehen wie ich auch. Das sollte dir doch helfen, den Toad aufzufinden. Das Wichtigste aber ist, dass du mir dieses Verstärkermaterial besorgst. Das ist absolut essentiell. Meine großartige Erfindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die ungeheure Bedeutung deiner Aufgabe doch wohl bewusst, oder? Hehe. Also los, Luigi. So, wir werden erstmal, wenn wir schon hier sind, mal ganz kurz wieder alle Geister abgeben. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendeinen Sinn macht oder nicht, aber ich mache das gerne. So, denn ich gucke mir mal gerne die Namen von den Bossgeistern an. Ich finde die echt super. So, den hatten wir schon. Karl Klemke, Sandra Stürmer, Bertha, Gunda und Trixie. Cool. Und die Juwelen, Leute, ihr müsst euch mal meine Juwelensammlung angucken. Wartet. So, hier fehlt noch eins. Keller haben wir alle, Lobby haben wir alle, Gastronomie haben wir alle, Läden haben wir alle, Konzert haben wir alle, VIP haben wir alle, Spuk, Öko, Film, Museum, oh Gott, Pyramide, Welt der Wunder und Strandbar. Ja, okay, da waren wir vielleicht erst 3 Sekunden. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich würde sagen, wir gehen zurück. Denn eine andere Wahl haben wir jetzt gerade eh nicht. Wir müssen ja die Teleportation benutzen. So, und steigen in den Aufzug. Hä? Seht ihr auch dieses Schiff? Wartet mal. Okay, das erledigen wir vielleicht noch. Das war ja ultra weird. Können wir das haben? Also ich würde das voll gerne hier lassen. Oh nee, ich fand das Schiff so süß. Kann das Schiff wieder zurückkommen, bitte? Ich fand das Schiff so cute. Bitte komm zurück, Schiff. Aber ein Geldgeist dürfen wir nicht zurücklassen, Leute. So, wo bist du? Oh Gott. So, komm, hallo? Er wehrt sich so. Okay. Oh Gott. Okay, wir haben ihn eingesammelt. Das ist schon mal praktisch. Aber warum spucken wir denn das Geld wieder aus? Das macht doch gar keinen Sinn.
Oh ja, gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge müssen wir in die Kanalisation, hätte ich jetzt mal wieder gesagt. Und dort retten wir dann Toad. Hier, Wasseranlage. Ich glaube, wir müssen in die Wasseranlage, um den Toad zu retten. Also bis dahin, in die nächste Folge, dann suchen wir Toad. Hoffentlich. Also bis dahin, ciao!